Kürbisweite. Wir erhöhen schon mal den Schwierigkeitsgrad. Es ist minimal, deswegen, ja. Ich glaube, ich kann es mir mal gönnen. So, ich habe natürlich noch meinen Ton an. Da habe ich mich immer doppelt. Halt das auch noch raus. So. Erstmal alles abstöpseln. So, ich hoffe, das jetzt hier noch. Die Raubzüge der Illager haben dieses einst fruchtbare Land in Ödnis verwandelt. Nur ein einziges Dorf blieb bisher verschont. Beeil dich, Held! Du musst die Dorfbewohner vor dem bevorstehenden Kampf warnen. Du bist ihre einzige Hoffnung. Dafür muss ich wahrscheinlich die Glocke klingeln. So wie im richtigen Minecraft. Okay. Gab's anscheinend schon mal Krieg. Bam. So, ich bin jetzt natürlich erstmal meistens erstmal gespannt, wie lange ich für das Spiel noch brauche. Achso, okay. Ich dachte, weil es so komisch rot hervorgehoben war. So, es war ja, glaube ich, gestern nicht mehr in der Aufnahme mit drin. Ne? Ich habe halt unten die Fähigkeit gewechselt. Ich glaube, dass sie angegriffen werden, sollten sie, glaube ich, selber mitbekommen haben. Vor allem Zombies können am helligen Tag draußen sein. Unrealistisch. Na, muss jetzt nicht so zu tun, als hättest du nichts gesehen. Einfach umdrehen und pfeifend weggehen. Kenn ich doch. Der altbekannte Trick. Eine Sichel. Ja, es ist halt schon wieder. Sie schlägt jetzt nur schneller zu, das ist der Unterschied. Nichts, was ich nicht haben möchte. Ich will irgendwas Mittelmäßiges haben. Schlägt schnell zu und macht Schaden. Da rein ins Boot. Nee. Schiff, sorry. Ah, Attack Speed, endlich. Ich glaube, auf 100% zu kriegen wird schwer sein. Ich muss dafür Freunde wiederbeleben, habe ich gesehen. Attack Speed, Attack Speed. Ich bin auf den Endboss am meisten gespannt bis jetzt in dem Spiel, wie der werden wird. Was ist das? Gibt's hier hinten irgendwas? Ja, Creeper, du kannst aufgeben. Du bist too weak for me. Nein! Warum muss ich immer irgendwas sagen? Ich werde dann immer sofort bestraft.
Okay, Xbox ist irgendwie wie immer so laut wie so ein Ventilator. Was ich ja immer sehr mag. Deckspeed. Komm da nicht hoch. Kommt man hier irgendwie hoch? Ah. Das tut so weh. Alter, wie man Typ durchbohrt ist, ey. Diese ein paar Pfeile da, das ist doch gar nichts, also. Sieht schön aus hier. Aber bevor wir den Endboss machen, werden wir halt definitiv dann nochmal auf den versteckten Sumpfort suchen. So viel TNT. Aber wenn ich es jetzt im Flugkommen habe, kann ich jetzt noch nicht kontrollieren, wie ich den Kack schmeiße. Der wird ja einfach so weggeschmissen dann. Das Spiel ist total unrealistisch. Monsterkönig am helligen Tag draußen sein. Komm, bleib hier. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich? Ich glaube, so wie keine, wenn ich das richtig sehe. Die gehen uns ja auch wieder aus wie sonst was. Was scheint jetzt denn wieder? Ah, es kommt schon der Erzmagier. Easy. Hier dann jetzt alle her. Ich glaube, es gibt nicht solche Erfolge wie erreichen eine Combo von 100 oder so, wie man es aus Diablo kennt. Wenn man sowas auch in wirklich Minecraft bauen könnte, wäre so geil. Einfach so eine Ziehhängebrücke, wie man die auch immer nennt. Würde ich schon abfeiern. Wir spielen ja noch einen Schwierigkeitsgrad über unserem, also. Da warte ich jetzt schon ein bisschen besseren Loot hier. Oh, ein Diamantschwert. Ah, da fiel irgendwas verzaubert, das gerade auf mich zu. Oh la la,
Nehmen wir natürlich. Also Diamantschwert. Da sehe ich mich. Blitz. Wo ist das Schaden bei Wunden? Steckt die auch 3 Sekunden lang im Brand. Nehmen wir das. Oh ja. Yeah. Endlich wieder ein Diamantschwert. Also wieder von was in die Spitzhacke. Ah, wie schnell wir sie zuschlagen können. Das ist einfach schön. So, wir gucken jetzt erstmal hier unten wieder nach. Um Items und so. Kisten, Verstecke. Mine. Freue mich dann schon, wenn ich das irgendwie zu zweit mit jemandem spiele. Da muss ich dann jemanden suchen, dass er den zockt. Macht bestimmt auch richtig Spaß. Mann, machst du damit hier? Aber es sind die typischen Diablo-Fähigkeiten. Diablo gab es ja auch mal diese Viecher, die vor dir so eine Wand platziert haben oder so. Nein! Oh mein Gott. Das wäre damaged gewesen. Mann, ey, diese Spinnenweben. Wie belastend die einfach sind. Schade, dass man die Waffen nicht so richtig verbessern kann, so mit Rubinen oder Materialien wie bei Diablo. Dass man dann so, dass man halt Legendaries länger behalten würde. Okay. Ja, verbessern kann ich jetzt eh nichts. Da fehlen mir eh noch sehr viele Attributpunkte. Aber jetzt habe ich wenigstens den geeigneten Level für den Quatsch hier. Das hat eine echt schöne Gegend, muss ich sagen. Diese Kürbisweide. Ob auch noch ein Schneelevel kommt. Schneelevel sind immer geil. Der Bogenschützen. Warte, ist auch noch irgendwas. In die Häuser kommt man hier nicht rein, oder? Nö, okay. Fast 1000 Rubine, da werden wir dann wieder mal den Shop, würde ich sagen, mal gut abchecken. Ne, ich glaube, ich war doch lieber noch. Ich
werde ihn ab Level 15 besuchen. Lebt hier noch jemand? Hallo. Werdet angegriffen. Nur mal schnell mein Heilungsteil beziehen. War sehr close. Ah. Was? Meine Pfeile sind nicht zu viel. Ich sehe es ganz anders. Neues Event. Du hast es geschafft. Und die Dorfbewohner der Kürbisweiden müssen sich vorerst keinem Kampf stellen. Wussten sie auch so nicht, aber. Okay. So ein Bekleider dabei zu haben, wäre auch irgendwie cool, wenn man sowas kriegen könnte. So ein Hund, so ein Wolf, wäre doch perfekt. Minecraft-Wolf. Flammenköcher. Der Köcher ist mit absoluten tödlichen Pfeilen gefüllt. Ja, warum nicht? Zufälliger Artefakt. Das ist ganz schön viel. Wenn das Windhorn durch die Wälder der Oberwind hört, erzählt in die Kriegerin vor Zorn. Cool, noch ein Flammköcher. Ah, nee, wir wollten uns nichts kaufen. Huch. Ah, jetzt auch schon wieder. Irgendwie übersehen wir die alle. Das nervt. Kürbistempel. Feuerschmiede. Ich bin dafür, dass wir jetzt was zur Feuerschmiede gehen. Ja. Die coolen Sachen zuerst. Ich finde Wüsten so total langweilig im Videospielen. Einfach ein weißes, gelbes Nichts. Feurigen Schmiede lässt der Erzilliger grauenhafte Maschinen bauen, welche die Dörfer der Oberwelt verwüsten. Das muss aufhören. Schlage mit ganzer Stärke zu und mache diese Schmiede dem Erdboden gleich. Sieht aus wie ein Feuergolem. Okay, oh Schnee. Naja. Ich hätte mir so dieses richtige Schneeknirschen gewünscht, wenn man so auf Schnee läuft, dieses so. Ich lieb das. Ah, ich werde hier so eingebaut hier. Essen.
Ich meine, diese Spinnen machen einfach so einen Gift-Effekt. Schaden bei Zeit, dies, das. Ananas. Wow. Ich roll natürlich wieder voll rein. Richtig lästig, diese Gegner, ey. Gibt's hier irgendwas? Super krasses, mega. Eine neue Rüstung immerhin. Mit viel mehr Leben, also nehme ich. Mit geringer Wahrscheinlichkeit werden Geschosse abgewehrt. Das geht dann. 20% Chance, einen Schuss abzuwehren, warum denn nicht? Suche die Schmiede. Aua. Er hängt fest. So schnell. Unangenehm, dieser Typ. Einfach nur unangenehm. Stark. Irgendwie fehlen mir jetzt die Stiefel wieder. Muss ich sagen, jetzt wo sie nicht mehr da sind. Kann ich das Lava hier berühren? Ja, okay. Darf rüberlaufen. Bing, bing, bing. So abendberaubend viel macht der Chat die